Alexander Hildebrandt ist inzwischen bei mir im Studio. Und Alex, ich möchte natürlich jetzt wissen, wo wird es heiß? Und ist der Sommer jetzt auch endlich mal gekommen, um zu bleiben? Er ist nicht richtig gekommen, um zu bleiben. Also die Hitzewellen werden weiterhin nur sehr kurz sein. Und jetzt heute ja schon im Südwesten und das wird auch morgen am Samstag so sein. Nächste Woche wird es schon wieder kühler. Also die Hitze ist nur in diesem Jahr meistens von kurzer Dauer. Ich habe hier den 16-Tage-Trend für Deutschland. Die roten Bereiche sind die heißen Bereiche, also meistens der Südwesten, später auch mal der Osten. Die blauen Bereiche sind die Küsten und die Berge und alle anderen liegen so dazwischen. Also erst hier diese Aufwölbung. Das ist die Hitzewelle dieses Wochenende. Dann wird es kurz mal kühler. Aber dann am 2. Augustwochenende geht es schon wieder mit den Temperaturen nach oben. Es deutet sich an, dass die Hitze dann von Westen kommen wird, eher über Benelux und Frankreich her. Und anschließend normal temperierte Temperaturen. Aber in der 2. Augusthälfte sehen wir weitere Hitzewellen. Es ist richtig, der Juli endet heute und der konnte eigentlich nicht so viel reißen. 17,7 Grad, das ist der Mittelwert für Deutschland, für die gesamte Fläche. Da werden auch die Nachttemperaturen mit eingerechnet. Und wenn ich hier jetzt über die lange Reihe der letzten 70 Jahre diese rote Kurve reinlege, da sehen Sie, dass diese 17,7 Grad doch eher an die 90er Jahre erinnern, also die Zeit, bevor der Klimawandel so richtig bei uns gegriffen hat. Also diese Veränderungen sind jetzt wieder mal nicht so stark in diesem Juli, aber das heißt nicht, dass es dann auch noch mal besonders warm weitergehen wird. Du hast es gesagt, temperaturtechnisch konnte der Juli nicht so viel reißen, niederschlagstechnisch allerdings auch nicht. Wird das so weitergehen oder kriegen wir dann im August jetzt doch noch mal ein bisschen was für die Natur? Also wahrscheinlich wird das Flächenmittel für den August in Deutschland um 80 Liter Regen pro Quadratmeter liegen. Ich habe es hier mal aufgezeichnet. Das ist dieser lila Balken. Das ist eine Jahreszeitenprognose, also für einen gesamten Monat. Auch eher eine unsichere Sache, aber ich beschäftige mich trotzdem ganz gern damit. Also diese 80 Liter pro Quadratmeter könnten etwa im Bereich des langjährigen Klimamittels liegen, das für den August bei 77 liegt. Und hier nochmal der Juli, es gab nur 50 Liter Regen pro Quadratmeter deutschlandweit gesehen. Also diese ganz große Dürre hat sich auch im Juli fortgesetzt. Und aus diesem Grund sind auch die Pflanzen weiterhin im Trockenstress. Hier das pflanzenverfügbare Wasser in den oberen 25 Zentimetern des Bodens. Und Sie sehen gerade hier diese roten Bereiche. Hier ist wirklich ein sehr, sehr großer Trockenstress. Das heißt, die Pflanzen können nicht genug Wasser aus dem Boden saugen für gut genuges Wachstum. Gerade hier Sachsen, aber auch nördliches Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz betroffen. Also weil die Niederschläge auch im August sehr regional unterschiedlich sein werden, könnte es sein, dass gerade die trockenen Gebiete auch weiter an einer Trockenheit leiden werden.